Das sieht aus wie die Kommando... Das sieht wie die Kommandobrücke aus. Gretchen muss da drin sein. Also, ich schätze, wir müssen einfach diese Tür aufbrechen. Was meint ihr? Das wird nicht nötig sein. Gretchen! Ich hatte keine Ahnung, dass es noch so viele Leute gibt, die dumm genug sind, sich mir zu widersetzen. Und du, Weiß, hast mir am meisten Ärger bereitet. Danke, es ist die Pflicht eines Luftpiraten, Ärger zu machen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Aber es gibt noch eine Sache, die ich erreichen will. Ich möchte dich aus der Welt schaffen. Sehr amüsant. Aber diese Welt wird mir gehören. Schade, dass du nicht mehr da sein wirst, um es zu erleben. Jetzt kannst du meinen Zorn am eigenen Leib spüren. Look. Looky, looky. Okay, Leute. Ja, wir dürfen jetzt gegen den guten Graziane antreten. Und ja, mit 4 Leuten gegen einen finde ich immer ein bisschen seltsam. Und ja, aber egal. Wir kämpfen gegen Gretchen und gucken wir mal, ob wir den irgendwie wegnatzen können. Die Musik ist auf unserer Seite, definitiv. Wir krämen uns selbst ein. Obwohl. Moment, du machst Fokus. So. Du machst auch Fokus. Du krämst ein. Moment, wir könnten auch alle eincremen. Nein, das geht erst nächste Runde. So, weil ich glaube, du hast den geringsten Fokus. So, und du machst auch mal Eincremung. Ja, los hier, Mutti. Was? Du hast nur 2 Punkte? Nein, 3 Punkte Spirit macht sie, okay. Ja, hier schön voll aufpumpen, motivationieren, Leute. Ja, Wörter neue kreieren, ist gut. Das bufft die Leute. So. Ja. Das kriegt er schon hin, hier. 14 Punkte haben wir wieder. Okay. Nächste Runde ist definitiv... Yeah, baby. Nächste Runde haben wir definitiv einen Piratenzorn für Gretchen. Der gute Gilder mit seinen halbwegs krassen Tank-Fähigkeiten hat das überstanden. Deswegen bin ich immer ein Fan von ihm. Eika würde das vielleicht noch gerade so überstehen. Ich bin mir da gar nicht sicher. So, mit den Punkten dürften wir... Moment, Moment. Na doch, so. So, die macht 3 Punkte. Das heißt, wir kriegen nächste Runde wieder 12 dabei. Dann könnten wir wieder einen Piratenzorn machen. So, du verteidigst dich dementsprechend. Und du drückst dir bitte einen Sacrulin-Kristall rein. Oder haben wir noch eine Sacrulin-Box? 19 Kristalle. Sacrum-Box. Nein, okay. Sacrulin-Kristall. Gilda, lutscht dran. Oh, oh. Oh oh. Oh. Und Weiß haut da seinen mega, mega, mega Angriff rauf. Ich hab Schiss. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, was der Devolver macht. Okay, er kriegt massenweise Schaden. Oder auch nicht. Vielleicht hat er sich verteidigt damit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, normale Angriffe wären jetzt extrem dramatisch gewesen. Bin mir da aber wirklich nicht sicher. Vielleicht kontert er auch nur alles. Egal, wir werden es jetzt sehen.
So, wie viel können wir denn machen? 3, 6. Dann wären wir auf 8. Okay, macht ihr mal alle Fokus, dann können wir gleich wieder Piratenzorn machen. Kann aber sein, dass wir Fina oder Eika verlieren, je nachdem, was der gute Gertchen raushauen wird. Wir können ja auch mal versuchen, die Punkte volllaufen zu lassen. Was aber ziemlich mutig wäre. Und dann machen wir einen neuen Angriff. Unsere Prophezeiung oder Blue Rogues. Das wäre auch verlockend. Okay, oder er stirbt einfach bald. Elektrohulen. Ernsthaft, Gelschen? Das ist dein Special Move jetzt? Ich bin enttäuscht. Hättest du lieber nochmal so einen übertriebenen Ich-kann-fliegen-Speerangriff gemacht? Na, lass da, das ist ja... Nichts ist das. So, weißt du was? Wir machen das jetzt, ja. Auch wenn es uns den Kampf kosten könnte. Wir hauen Prophezeiung oder Blue Rogues raus. Eins von beidem. Je nachdem, wie unser Leben nachher steht, machen wir Blue Rogues. Und wenn alles so ist, wie es jetzt ist, dann machen wir Prophezeiung. Oh yeah, ich liebe diese Waffe. Auch wenn die Schneide ziemlich breit wirkt. Terminal auf Fina! Das überlebt sie nicht. Weiß hingegen sollte das locker überleben. Puh, wen juckt's? Naja, wird der nächste Runde halt eben mit einem Sekulenkristall geheilt. Okay, und in 2 Runden könnten wir dann... Ja, so, wenn wir jetzt... Wir brauchen nur noch 8 Punkte. Okay, wir brauchen 8 Punkte. Das heißt, du verteidigst dich. Ja, du verteidigst dich, so. Du auch, du auch. Und du drückst ihm bitte einen Sekulenkristall rein. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Oh. Hä? Ah, das hebt alle positiven Effekte auf. Okay. Ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Also hätte sowieso wenig Schaden gemacht. Aber halt eben unsere positiven Effekte aufgehoben. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe eh nie wirklich mit den positiven Effekten gekämpft. So. Was machen wir? Prophezeiung oder Blue Rogues? Ja. Wir nehmen Prophezeiung. Unser Leben ist toll und so weiter und so fort. Gucken wir mal. Was bei rumkommt. Oh mein Gott. Piratenzorn ist einfach viel zu stark, ey. Geht ja gar nicht, ne? Ich meine, guckt euch das mal an, ey. Moment, Gilda dürfte eigentlich auch Dingens können. Weiß macht jetzt sowieso ein paar Punkte. Das heißt, es dürfte passen. 15, 11, 23, das passt. So. Ja, ja, dann bufft ihm mal Monde, gibt ihm Stärke, damit er Weiß noch stärker machen kann, obwohl, ups, nicht auf irgendwelche Knöpfe auf irgendeiner Taste kommen, das ist immer ungesund. Vor allem, wenn es auf einer Fernbedienung ist. Ja, buffen ist gut und so. Weiß dürfte es dann nächste... Kacke! Scheiße, Eternis! Verdammt! Oh! Puh! Wow! Lack! Lack, Lack, Lack! Boah!
Das hätte uns alle töten können. Oder viele. Boah, dass es gar keinen tötet, das ist göttlich. Scheiße. Stirb, du Schwein. Kein Spruch auf Lager, Gelschen. Naja, dann ab mit dem Karp. 7400 EP. 10.000 Gold, ja Mann. Oh, Gilda hängt noch ein bisschen im Level hinterher. Boah, schnell plus 1, wow. Valuan Medaillon. Wie konnte das passieren? Ich gebe mich nicht geschlagen. Deine Terrorherrschaft ist vorüber. Das glaube ich nicht. Du magst zwar die Schlacht gewonnen haben, aber du wirst meine Rache zu spüren bekommen. Was? Die Brücke? Ihr Narren, wann werdet ihr endlich merken, dass ihr mich nicht aufhalten könnt? Jetzt werde ich keinen von euch verschonen. Ich dachte, er wäre zu arrogant dazu, eine Fluchttür zu haben. Weiß, er entkommt. Wir müssen etwas unternehmen. Wenn er entkommt, wird er sich nach Soldes zurückziehen und dann haben wir nie wieder eine Chance, ihn aufzuhalten. Die anderen Piraten sind alle im Kampf gegen die Armada eingespannt. Was? Hey, was ist denn das? Es ist Belesas Schiff. Hey, irgendwas stimmt nicht. Nein, sie wird doch nicht. Lord Gelschen! Belesa, du hast den Angriff auf Valua überlebt? Lord Gelschen. So viele unschuldige Menschen sind von eurer Hand niedergemetzelt worden. Frauen und Kinder verbluteten in den Straßen. Als Admiral der Armada fühle ich mich für ihren Tod verantwortlich, im gleichen Maße wie ihr es seid. Goodbye, my love. What? Sie hat ihr Leben geopfert, um Gelschen aufzuhalten. Oh, Belesa. Nein! Why? Hm.
Lord Gelschen, ich werde euch rächen. Weiß, irgendetwas Schlimmes ist im Gange? Nein! Ramirez will noch einmal die Wains of Destruction einsetzen. Wir können ihn nicht daran hindern. Ramirez, bitte nicht! Eldas? Oh nein! Was gibt's, Fina? Weiß, schau! Fina, Saltis war einmal unser Zuhause. Wir haben es geschaffen, aus dem Nichts. Und jetzt müssen wir es zerstören. 1000 Generationen lang haben wir über die Völker dieser Welt zu Gericht gesessen. Alles, was wir kreiert haben, Saltis, Zelos, die Wains, all das, weil die Menschen nicht unseren Vorstellungen entsprachen. Aber vielleicht hatten wir Unrecht. Fina, dadurch, dass du an die Völker dieser Welt glaubst, hast du uns viel gelehrt. Wir haben dich hierher entsandt, um bei der Vernichtung der Völker dieser Welt zu helfen. Aber jetzt werden wir dir helfen, sie zu retten. Du brauchst nicht traurig zu sein. Hätten wir nicht die Wains of Destruction kreiert, würde sich die Welt jetzt nicht in Gefahr befinden. Bitte, um der Zukunft willen, um der Welt willen, ihr müsst gewinnen. Fina. Die Elders, endlich glaubten sie an eine Zukunft. Sie haben sich geopfert, damit wir eine Chance haben, die Welt zu retten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Junge, sieht so aus, als wäre es endlich Zeit, nach Soltis aufzubrechen. Wie?
Captain Drachma. Wir haben die Armada besiegt. Die meisten Schiffe nahmen Reißaus, nachdem die Hydra zerstört wurde. Es ist Zeit, nach Soltis zu gehen. Schau mal dort drüben. Huch. Das ist Shrine Island. Ei, passt genau dort hinein. Also war Shrine Island ein Teil von Soltis, richtig? Vielleicht könnt ihr darüber nach Soltis gelangen. Kommen. Gehen. Wandern. Ich komme mit euch. Ich bin zwar alt, aber ich kämpfe immer noch besser als die meisten. Die übrigen warten hier auf dem Schiff. Wenn jemand abgelöst werden will, kommt er einfach hierher zurück. Wirklich? Wenn du mit uns kämst, Captain, würden wir uns sehr geehrt fühlen. Weiß, bereite dich gut vor, bevor du da hineinfährst. Bei einem Kampf sollte man nichts überstürzen. Ich weiß, danke, Gilda. Alles herhören. Macht euch bereit, es geht zurück nach Shrine Island. Wie, jetzt sofort? Huh? Nein. Gut. Steig, mein kleines Flugzeug, steig! So, wir haben nämlich jetzt so ziemlich alles gewonnen hier. Wir könnten jetzt quasi zum Guten, Unguten. Moment mal. Ramirez gelangen nach einem langen, steinigen Weg. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, was haben wir denn hier noch alles? Keine Mondfische, das ist scheiße. Egal. So, jetzt sind wir im Endgame, Leute. Jetzt kommen erstmal noch ein paar optionale Sachen, sage ich mal. Und zwar, einmal werden wir jetzt nach Sailor's Island fliegen. So, das haben wir hier, genau. Denn dort könnte es sein, dass wir damit die letzte... Könnte sein, dass wir da die letzte Piastol-Quest-Reihe anfangen. So. Also, die letzte Piastol-Quest-Reihe anfangen. Oh, gute Wortwahl. Nein, dass wir da halt eben die letzte Flaschenpost bekommen. Und dann sammeln wir noch diverse Crewmitglieder. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass der König der Rogues diese Gilde besucht, ist es wirklich eine Ehre, mein Herr. Ja, verschiedenes. Unsere Gilde erhält bla bla bla. Okay, das hatten wir schon. Mehrfach. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Die Dancing Lights, okay. Ja, die kennen sie schon. Die Flying Machine. Die hatten schon Gerüchte darüber und es... Der Himmelszug? Willst du mich verarschen? Das musstet ihr... Ach komm. Ja, ist okay. Okay, ja. Liste. So, Daikokuya der Reiche. Den habe ich immer noch nicht bekommen. Beschiss. Egal, den werden wir jetzt noch kriegen. Also es sollte schon im Bereich des Möglichen sein. Keine Piastol-Quest-Reihe. Haben wir die noch? Haben wir einen Blackspot noch? Muss mal gerade gucken. Das ist doch nicht noch offen, oder? Blackspot. Haben wir einen? Das war doch so. Naja, haben wir keinen. Komisch. Dann kommt das erst noch. Dann muss ich noch diverses zunächst erledigen. Das ist jetzt ein bisschen dämlich. Ha. Naja, gucken wir mal noch hier rein. Tja, wo habe ich jetzt Mondfisch vergessen? Das ist jetzt die Scheiße. Irgendwo sind noch ein paar Mondfisch und ich habe sie halt eben nicht. Ja, dann zeig mal, was du hast, mein mystischer Händler. Thermoring, Tötungsring, Scheiße. Einfach nur Mist. Nein, ich will nicht nochmal mit dir sprechen. Geh weg. Ah, über Verschiedenes. Na, das ist auch unnötig. Das ist das mit den Fischen. So, dann wollte ich aber noch... Genau, im normalen Shop gucken, ob wir da Zutaten für die Kebab-Dönermann-Quest kaufen können. Ach, das ist immer so eine Sache. Irgendwo kann man das, glaube ich, kaufen oder finden. Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Sweetheart, los, lass mich. Ja, ich bin der King of Rogues. So. Oh, Sekulenkristalle verkauft sie. Das ist natürlich geil. Wie viel kosten denn 99? Gar nicht mal so viel, ne? Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, wenn wir uns 40 Stück mitholen, reicht das. Magic Dew wäre vielleicht noch geil. Ist aber auch ein bisschen übertrieben. So. Ja, noch ein bisschen mehr kaufen. Weiselem-Kristalle, das ist definitiv geil. Da kaufen wir mal ein paar 30, würde ich sagen. So. So, Glyph of Might kann man auch nicht genug haben. Dann sparen wir uns nämlich damit... Oh, Chom.
Das sind aber viele. So viele brauchen wir jetzt nicht, nein. So, das war das. Okay, verschiedenes. Sailor's Island ist ein großer Umschlagplatz, deshalb kommen bla bla bla. Das hatten wir auch schon. Naja, gucken wir mal noch bei dem, ja, ist alles gut. Gucken wir mal noch bei dem Schiffshändler vorbei. Nicht, dass der nachher noch übelst geile Torpedos oder so einen Schmarrn für uns hat. Na los, lass mich rein da. Ah, und dann müssen wir noch Ilshimis einsammeln gehen, jetzt wo Fina Rizalem kann. Hey, du bist der König der Rogues. Ich bin so froh, dass du kein Black Pirate bist. Sonst würde mich wahrscheinlich keiner mehr beliefern. Okay, wenn du das sagst. Disco Stew. So, die X-Cannon. Ja, die haben wir gefunden. Die ist nicht cool. Pirate Cannon. Naja, ist jetzt auch nicht wirklich cool. Verbunddeck ist unnötig. Apovax. Oh. Oh. Das ist interessant. Nehmen wir mal... 7. So. Angriff und Verteidigung. Ein Durchgang. Pff. Complete Kids. Das ist cool. Die heilen nämlich das Schiff komplett. 50 ist übertrieben. Nehmen wir 30. Das ist jedenfalls alles eine gute Investition, Leute. So, gut. Das war... Ah, halt. Gear Grease. Hast du das? Der hat kein Gear Grease. Okay, dann müssen wir das bei uns kaufen. Wir verticken jetzt jedenfalls auch mal ein bisschen was. Und zwar... Was verkaufen wir denn? Irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Nicht die Aura auf Valor, nein. Die Gruels, das sind Fische, die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Es geben jetzt aber auch nicht so viel, also naja. So, was haben wir denn da? Den Windsong Orb. Zack. Chalice of Blood, brauchen wir auch nicht mehr. Wie gesagt, das ist alles für eine Nebenquest, die nicht in dieser Version, wow, enthalten ist. Wow. Wow, wow. Ja, ja, eine der drei Figuren, nach denen halt eben der gute Pinter sucht, aber die bringen dem in dieser Version halt eben nichts. Die Traumachete weg. Die Jenschwinge weg. Schlummerklinge auch. Und, oh, 155. Die Thunfischmachete kann auch weg, die brauchen wir nicht mehr. Wirbelmarang leider auch weg. Frostklinge. Zack, 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 zack. Ja, da haben wir echt ganz schön viel zu verticken, ne? Oh ja, yeah, da haben wir gleich 300.000 Gold. Ich glaube, bei einer Million Gold kriegen wir sogar einen Titel. So, weg damit. Ob wir eine Million Gold erreichen, ist jetzt aber noch ein anderes Thema. Boah, wann habe ich denn das letzte Mal verkauft? Ja, 8.000 Silberrüstungsdings hier. Also eine Million Gold zu erreichen, ist eigentlich gar nicht so easy. Glaube ich. Yamato Spirit, weg. 5 Zoll Kanone, weg. Serpent Torpedo, weg. Kann alles weg, glaube ich. Doppelpropeller, so ein Scheiß. Maschinenklappe, sowieso schlecht. Panzerdeck, weg. Verbunddeck ist auch nicht das Beste. Oh, da haben wir zwei Stück davon gehabt. Timerventil. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Na, egal. Alles weg, wir sind gut unterwegs. Doppelwelle. Oh, die verticken wir nicht, nein. Reines Gold, zu schwer zum Tragen. Man kann es verkaufen, wenn man Gold braucht. Oh, okay. Coole Sache. Was haben wir denn sonst noch? Crystal Balls. Okay. Water Grease, Doppelwelle, ja, ja, ja. Gut, dann haben wir schon mal 400.000. Das ist auch nicht schlecht. Danke für den Besuch. Ja, ja, Disco Stew. Gut. Okay, was habe ich jetzt hier bekommen? Nichts, was ich wollte. Wir sind einfach nur hier, haben weder einen Moonfisch gefunden, noch den Blackspot erhalten, noch sonst irgendwas. Okay, zurück zum Schiff. Ja, dann bringt es jetzt auch nichts, wenn wir mit unserem guten Kumpel hier reden. Also mit dem Doktor. Lädst du noch? Ja. So, was wir jetzt allerdings tun werden, ist die Karte aufmachen und zu Ilshimis fliegen. Genau, wobei... Doch, ja. Genau, zu Ilshimis. Dann schauen wir uns nach Daikokuya, dem Reichen, um. Und dann gucke ich mir nochmal die Mannschaftsliste an, wen wir haben und wen wir noch brauchen könnten. Was haben wir denn da? Ist das ein Gegnerschiff? Nein, das ist nur ein Handelsschiff oder so. Gucken wir uns mal Valua an, ne? Ich kann es nicht fassen. Valua ist vollständig zerstört worden. Man kann immer noch den Rauch auf 100 Seemeilen riechen. Gegen den Wind. Ja. Hier sind wir bei der Grand Fortress, Leute. Beziehungsweise was davon übrig ist. Also, da ist echt nicht mehr viel. Eigentlich gar nichts mehr. Das war mal Upper City.
Da ist jetzt, ja, auch ziemlich viel übrig, ne? Von dem Schloss sieht man gar nichts mehr. Das ist komplett abgestürzt. Und hier hatten wir mal das Kolosseum und die Unterstadt. Aber da kann man jetzt auch nicht mehr anlanden. Das ist alles futsch. Komplett Valois im Arsch. Nichts mehr übrig. Tja, naja. Kommt vor. Pech. Ja, und hier Belesa und so, die waren hier im Hinterland unterwegs. Und dann so, ja, wir waren mitten in Valois, als die Raids of Destruction kamen. Wir hatten so viel Glück zu überleben. Oh, Spackos, ey. Okay, ein bisschen nach Nordosten. So, das sollte passen. Ja, yeah. Wo bist du, Ilchimis? Komm her. Du kommst jetzt in meine Gruppe. Oh, 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 da kommt's da. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Tod leben, tot leben, tot leben. Wenn sich jemand mit SpongeBob auskennt. Ja, ey, der hier auf seinem pornösen Inselschloss, das ist doch nicht normal. Wie ist der da hochgekommen? So, aber jetzt komm, hey. Mein Guter, du bist jetzt beeindruckt, so. Oh, hallo Weiß, was ist los? Was bringt dich erneut hierher? Möchtest du dich meiner Crew anschließen? Ich frage dich nochmal, möchtest du zu meiner Crew kommen? Ich hatte eigentlich nicht geplant, diese Insel bald zu verlassen. Ich war tatsächlich einmal ein Adliger in Valois. Ich habe all das weggeworfen, um hierher zu kommen und meine Studien zu vollenden. Ich habe nicht die Absicht, zur Welt zurückzukehren. Die einzige Person, mit der ich diese Insel verlassen und auf Reisen gehen würde, ist die, deren Herz voller Weisheit und Liebe ist. Wenn der Mann, der in der Lage ist, den silbernen Zauber Weiselim auszulösen, an meiner Türschwelle erscheint, dann ist das derjenige, dem ich folgen werde. Weiselim? Den Zauber kennen wir. Was? Ihr habt diesen unheimlich schweren Zauber erlernt? Verstehe. Dann bedeutet das, dass du ein Herz voller Weisheit und Liebe hast. Na klar. Ich habe auf Leute wie euch gewartet. Bitte nehmt mich mit. Ich kann nur hoffen, dass meine Forschungsarbeit für euch von Nutzen sein kann. Ilchimis hat sich als Handwerker zu deiner Crew gesellt. Ja, Mann, so ist es gut. So, dann muss ich mir jetzt auch die Crewliste mal wieder angucken. Das war falsch. Crewwechsel, so. Gut, eine Seite haben wir komplett voll. Uns fehlt noch ein Ingenieur, das war Hans. Also nach Horteka. So, ein Wachposten. Das ist ein anderer, den ihr noch nicht kennt. Ich weiß aber, wo wir den bekommen. Händler. Händler. Ah. Ja, das ist die Wahrsagerin aus Maramba. Und dafür brauchen wir die Waffe aus... ich habe es extra nachgelesen, weil man diese spezielle Waffe braucht. Aus Yafutoma. Aus Yafutoma. Gut, also Yafutoma, Da und Horteka und dann noch ein Narr. Ein Narr. Ah, wer war denn das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich überlegen. Wo fliegen wir denn jetzt zuerst hin? Ich würde sagen, wir fliegen zuerst nach Yafutoma, fliegen dann einmal um die Welt nach Horteka, sammeln in Horteka dann den Hans ein. Hans? Hans, ja, Hans. Moment. In Horteka gab es doch noch... Ach ja, gut, das war Tika Tika. Ah, Moment. In Horteka... Ah, da gibt es noch eine, die Tänzerin im Hotel. Genau, Merida. Ja, genau, genau, jetzt habe ich sie. Das waren, glaube ich, alle, oder? Merida. 1, 2, 3, Hans und der Typi, der da rumlungert, wo ich weiß, dass er da rumlungert. Ja, genau. Ja, genau.